Das ist richtig. Man connecte doch einfach richtig. Alla. Einfach. Nee, das ist zweite Etage. Das soll eine nächste Etage werden. Aber bauen ist in dem Spiel ein bisschen eklig, wenn ich ehrlich bin. Mir gefällt's nicht. Ich weiß nicht, ob das mit der Kamera vielleicht doch so besser ist. Also ob es sich so besser baut, das kann ich nicht sagen. Das muss ich mal ausprobieren. Es baut sich schon sehr unangenehm. Teddy, am Gönnen. Sowieso, sowieso. I try my best. Ich hatte gestern eine sehr schöne Begegnung gehabt mit jemandem. Also, ja. Was ist denn jetzt los? Hä? Wieso? Warum? Ist ein Minigame für die Geschicklichkeit. Ja. So kann man es auch sehen. Gönjamin. Gönjamin. Ja, so kann man das auch sehen. Nö, was? Stelle 1000 Camp-Gegenstände her. Mega, ein Achievement. Cool. Brauche ich nicht. Ja, die ganzen Dings kann ich mir leider gleich erst angucken. Ach, damn. Das kann ich mir leider gleich erst angucken. So. Ja, das funktioniert, ne? Guck mal, wir haben schon mal, naja, ein halbwegs okayes Dach. Ich hab's doch. Ich hab's noch gar nicht gekauft. Ah. Ja, so geht's natürlich auch. So. Hör, was ist denn hier? Was ist denn hier? Was? Hallo. Oh. Hier drüben muss ich Questen erledigen. Ah ja. Machen wir, wenn wir soweit kommen. Wir wollen noch ein bisschen bauen. Naja, bauen im Sinne von okay ist bauen, weil ich mit dem Bauen hier überhaupt nicht klarkomme, aber es ist egal. So, kann ich denn? Kann ich denn? Ja, kann ich. Das ist gut. Was ist denn das? Hallo? Kannst du bitte an. Hallo? Mein Gott. Kannst du das bitte drehen? Das wären Träume. Aha, wieso baut ihr denn nur. Junge. Kannst du das bitte in die andere Richtung bauen? Hallo. Hä? Nee, das ist ja was komplett anderes, ne? Das ist ja nicht das, was ich suche. Da muss ich. Ah, ich muss. Okay. Ich verstehe. So, gehen wir mal kurz auf Dächer rüber. So, wie funktioniert jetzt das? Das Problem ist nur, ne, dass ich, wenn ich das jetzt hier baue, wahrscheinlich dann nicht mehr runterkomme, ne? Nee, was ist das denn? Das funktioniert so nicht, schade. Müsste mich erst. Ach, ich spiele mir so eine Raft. Okay, das funktioniert so nicht. Dann baue ich die Treppe doch einfach nicht dahin. Blockhütte. Ja. Meine ganze Ausrüstung ist weg. Warum bin ich nackt? Ich hab. Oh Gott. Egal. So. Nee, stopp. Das bitte einmal. Kann ich das auch einfach nur bewegen? Bewegen. Träumchen. Und wir müssen das hier um einmal abreißen. Jetzt ist er schon wieder aus dem Baumodus raus. Er ist ja zum Kotzen. So. Das. Einmal abreißen und das bewegen wir einmal. Ja, nein, ja, so. So ist das schon angenehmer. Dann können wir das hier hinzumachen. Nicht das. Hallo. Das Bauen hier ist echt, uff.
Jupp, jetzt brauchen wir wieder Wände. Sieht nach viel Spaß aus. Sieht nach sehr viel Spaß aus. Die sieht spitz, das sieht spitz aus. Junge, ich höre da so viel Ironie und Sarkasmus raus. Es ist unglaublich. Lasst mir was probieren. Dann danach könnt ihr flamen. Das ist scheiße aussieht. Okay. Was halt ihr davon? Lass ich mich zu Ende bauen? Und wenn es richtig scheiße aussieht, danach könnt ihr mich ganz gerne zu Tode flamen. Seid euch kein Problem. So, ich habe leider gerade kein Thema, was ich wirklich ansprechen kann. Also ich habe gerade wirklich kein Thema. Kann man die Fenster nicht aufmachen? Ja, mega, wie cool ist das denn? Okay, das ist sick, das wusste ich nicht. Das ist nicht gut. Ich bin immer noch nackt. Ist ja ärgerlich. So, wie kann ich die Kamera nochmal wechseln? So. Oder was meint ihr bisher? Kann ich das... Oder was meint ihr bisher? Kann man das so anbieten? Ich finde schon. Tagessicherheitsgamer. What? Tagessicherheitsgamer? ich baue tatsächlich einfach Freischnauze. Wenn ich baue, dann suche ich mir keine Ideen, irgendwas, irgendwoher. Ich baue Freischnauze, so wie ich gerade Bock habe. Und dann dadurch entstehen so viele andere unterschiedliche Bauwerke, die ich schon jemals irgendwie gebaut habe. Ob in Ark damals die fette Burg, die ich da gebaut habe. Oder in Minecraft die unzähligen Sachen, die ich da auch schon gemacht habe. Daher, ja, ich denke da wirklich gar nicht drüber nach. Ich baue einfach. So wie manche mit ihrem Leben. Ich mache es nur im Spielen. Ich habe, ja, den ersten Teil habe ich vor Jahren, vier oder fünf Jahren mal gespielt, ja. Aber ist, wie gesagt, auch schon eine halbe Ewigkeit her. Daher kenne ich ja das, kenne ich ja vieles aus Ark. Und kann da ein bisschen mitreden, weißt du? Aber wie gesagt, das ist eine halbe Ewigkeit her. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Es ist eklig. Ach, das hat sich ja in der Zeit komplett verändert. Ja, natürlich. Boah, das ist ich Jahre her, als ich das mal angefangen habe zu spielen. Ich glaube 2018. Also, jo, das ist... Wie lange her? Das sind 2, das sind 6 Jahre. Es geht, glaube ich, sogar auf die 7 zu. Ich meine, das Connecten hier mit dem Bauen ist super ugly. Oder dass ich jedes Mal Erfahrungspunkte bekomme, das feiere ich so ein bisschen. Ja. Aber das Haus sieht echt aus wie ein Haus, muss ich mal sagen. Aber das Haus sieht aus... Wow. Aber das Haus sieht aus wie ein Haus, muss ich mal sagen. Ja, danke schön. Das war meine Absicht. Und hier oben würde ich einfach sagen, guck mal... Ja, für ein Anfangshaus reicht das. Also wenn ich wirklich mal wirklich versuche, irgendwas zu bauen, dann würde ich das auch anders machen. Aber für ein Anfangshaus reicht das hier. Soweit ich weiß, kann man auch tatsächlich mehrere Camps setzen. Aber das reicht. Kann ich das so einen Boden reinbauen, sodass das... Da connectet das hier irgendwo? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Die Schussanlage fehlt noch. Yo. Ne, so bescheiden, mein Lieber. Wir haben gesehen, wie du geschwitzt hast. Ich geschwitzt habe. Wie ich geschwitzt habe. Ich bin immer bescheiden. So, komm, dann... Achso. Jo, komm mal, die Treppe. Das würde doch gehen, oder? Gut, kann ich jetzt... Oh, jo. Hä, das wäre noch ganz cool für hier drin oder so. Ach, das ist so, sowas. Achso, ich dachte, das kann ich ja so an die Dings setzen. Nee, dann fahre ich das doch nicht so, oder? Kann ich das auch an die andere Seite setzen? Dann wäre das ganz sick. Hallo? Ach, Kamera. Alter, wo bin ich hier schon wieder? Hallo? Nicht so bescheuert. Da muss ich jetzt dreimal überlegen, was meinst du mit dem Wort? Aber du meinst immer nett. Nett so bescheiden. Ach, kann ich die Häuser ver... Warte mal, kann es sein, dass die irgendwann kaputt gehen, wenn zu viel Belastung auf sowas ist? Und deswegen die Stahldinger zum Verstärken? Oder wie soll ich das nachvollziehen?
Kann sein, muss nicht. Aber ich finde, für ein Haus, fürs erste Haus kann man es erstmal lassen. Das reicht, das ist okay. Ich gucke gerade nur, ob ich da unten irgendwas noch hinbauen kann. Sowas wie. Warte mal, wo haben wir denn nochmal Wände? Dächerbären, Wände. Ne, das sind Böen, bin ich doof. Wände da. Wieso kann ich das nicht mehr? Ach, weil ich das auch wieder erst finden muss. Okay, gut. Und Stahl muss ich auch erst finden. Also ist das völlig egal. Kann ich denn das da unten hinbauen? So dekomäßig? Nee, das funktioniert nicht. Das wäre schön, wenn ich das hier noch verdecken könnte. So mit den Holzpaletten, die wir ja eh schon haben. Aber das funktioniert nicht. Türen. So eine richtig schöne rustikale Holztür. Ja, guck mal, für den Anfang reicht das. Das Dächerlein hier könnte. Oh mein Gott. Hier könnte man theoretisch nochmal zurück zur Wände gehen und die hier bauen. Gerade gesammelt. Hier habe ich ja gerade gesammelt, Noxi. Wo warst du schon wieder? Noxi war schon wieder so viel? Ja, ich habe tatsächlich. Warte mal, Noxi, warte mal ganz kurz. Ich habe doch die Holzfäller-Perk drin. Ne, stopp. Ich habe doch das Holzfäller-Perk drin, wo ich. Perk reguliert, genau. Wo ich doppelte Ressourcen bekomme. Hier, und da bekomme ich halt aus 20 dann mal 30, 40 Holz, so. Also super entspannt. Das geht dann relativ schnell. Ja, safe gescheatet, ja, mit dem Perk. Geiles Ding. Und das gleiche hast du auch nochmal für Eisen. Aber mit Eisen habe ich noch nicht geguckt, wo ich das finde. Guck mal, so ein kleines Räumchen hier oben nochmal. Ja. Aber ich werde mich, wo ich dann nochmal auseinandersetzen mit der Base, wenn ich es doch noch danach oder nach dem Spiel weiter bespielen sollte, weil sonst lohnt sich es für mich einfach nicht, eine Base zu bauen. Ich wüsste auch gar nicht, wozu ich eine Base haben sollte. Naja. Nee, ich glaube, hier machen wir die. Kann ich das einmal drehen? Was denn? Doch, doch, doch. Ich meine, eine Base in Fallout 76 brauchst du halt einfach nicht wirklich. Es ist halt nicht, also, das ist nicht so wie in Fallout 4, wo es absolut wichtig ist. Dadurch könntest du das ganze Spiel ohne eine Base durchspielen. So. Genau. Aber sieht doch ganz gut aus. Also, ein bisschen mehr Deko. Und später vielleicht nochmal ein bisschen anders bauen. Vielleicht später ein bisschen mehr oder sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, wenn ich mal eben ein bisschen mehr Ressourcen habe. Oder ich habe genug in dem Atomshop Punkte und kann mir hier noch was kaufen. Wir können mal reingucken, was es eigentlich so für Deko-Sachen gibt. Warte mal hier. Hier gibt es aber auch schon was, was free ist. Deko, Schmeko, das ist doch nicht eine 1A-Hütte. Das ist richtig. Guck mal, hier haben wir schon mal wieder was zum Anziehen. Freischalten. Ach so. Hier gibt es sogar was im Camp, was free ist. Was ist hier free? Guck mal, hier haben wir solche Stahl. Das können wir uns freischalten für weitere Deko. Wann haben wir uns das gekauft? Oder hier sowas. Wir können uns auch ein eigenes Haus kaufen. Wir können Stege kaufen. Die ganzen Punkte kannst du über die ganzen Events tatsächlich. Oh, was haben wir hier für einen Boden? Kannst du über die ganzen Events, die du hast, erfarmen. Das heißt, du musst nicht mal Geld für das Spiel ausgeben. Du kannst auch alles einfach im Spiel erfahren, was für mich tatsächlich erledigt. Okay. Was? Ah ja, genau. Durch die Events. Genau. Was für mich ein Pluspunkt ist, das ist so, wo ich mir denke, so, okay, nice. Hätten das andere Spiele gemacht. Naja. Kannst halt die ganzen Dekos kaufen, hinstellen, nutzen, bla bla bla. Oder du kaufst halt dieses Season Pass, dann bekommst du auch nochmal extra Dinger wie hier freischalten bei Fallout First 1.
weiß nicht, ob das jetzt ein Season Pass ist, das kann ich nicht genau sagen. Handelbank muss schon, oder? Nee, natürlich, muss schon in dieser verlorenen Zeit hier, in dieser Ödnis. Ja, na klar. Vor allem für Noxie. So, hier siehst du auch nochmal, dass man sich verschiedene Camps kaufen kann. Tieflandunterkunft zum Beispiel. Man kann sich noch einmal einen kompletten, man kann sich noch eine komplette verlassene Mine kaufen. Die man verbinden kann mit den anderen. Erstmal pumpen, klar. Man kann sich auch Skins kaufen für die Dings. Ich glaube, das war für so ein Skin, den wir gesehen haben. Oder für die Waffen. Aber jo, welches Spiel hat das heutzutage nicht mehr, ne? So Fallout 1, hä? Fallout First. Hier hast du nochmal bestimmte Sachen, die du dir kaufen könntest. Eine größere Verwertungskiste zum Lagern von Material. Ganz viele verschiedene Pakete kannst du dir holen. Erstmal Reform. Ja, klar. Und hier hast du nochmal bestimmte Special-Dinger. 1800, 1000. Das könnt ihr mir nicht holen, das ist eine Lüge. Aber du hast auch super viele mal im Angebot, wo du mal reingucken kannst, wo du dir was kaufen kannst, ja. Jo. Ich werde langsam müde, das ist nicht gut. Ja, machen wir weiter. Camp. Wie viele Punkte bekommt man so? Und ich weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist je nachdem, das ist unterschiedlich. Aktuell hatte ich, ich glaube, bevor ich mir das versehentlich gekauft habe, hatte ich 1200, 1300 Punkte. Wird nicht viel sein. Aber es ist auch nur eine Vermutung, ne? Das ist keine hundertprozentige Aussage. Das ist nur eine Vermutung, weil ich hatte für mehr Punkte nach den Events, als ich das zuvor hatte. Deswegen vermute ich mal, dass ich das dadurch bekomme. Kann jetzt absolut lügen und sagen, ja, ist so. Es steht nicht so 100% fest. Ich kann mal ganz kurz googeln. So. Fallout 76 Atomic Punkte bekommen. Ihr erhaltet sie, wenn ihr bestimmte Meilensteine erreicht, wie beispielsweise das Erreichen einer bestimmten Levels, das Töten einer bestimmten Anzahl von Monster oder das Sammeln von Herstellern von Gegenständen. So. Also nicht Events, es sind bestimmte Meilensteine, die du erreichen musst, um die zu bekommen. Und Meilensteine sieht man wo? Social Challenges wahrscheinlich, ne? Ah, okay, yo. Ach hier, guck mal, dadurch bekommst du die. Muss das machen, um die zu erreichen. Und was würde es Echtgeld haben? Oh, Sekunde. Ich glaube 10er, weiß ich nicht. Muss ich warte. Wo waren das? Atome kaufen. Jo, ihr seht das jetzt nicht. So ein Paket. Wo steht das denn hier? Boyatum, wenn ich einer auswähle, sagen wir, also du kannst für 1000 plus 100 für 10 Euro kaufen, für 20 bekommst du 2400 und für 40 Euro bekommst du 5000 Punkte. Das siehst du, wenn du in Steam, ja, das ist schon echt hart. Achso, und 500 bekommst du nochmal für 5 Euro. Ja, das siehst du, wenn du einfach mal bei Steam gehst, Shop, Fallout 76 eingibst und ein bisschen runterscrollst. Ja, das ist schon viel. Deswegen finde ich ja, deswegen sage ich ja, ich finde diesen Aspekt gut, dass sie über diese Challenges oder dass man über Challenges dich diese Punkte auch erfarmen kann. Das sind Daily-Dinger, die du da jedes Mal kannst. Das heißt, du kannst Daily, lass mich jetzt bitte lügen, 300 Punkte Daily farmen. Und wenn du aktiv Fallout spielst und du machst das Daily, dann hast du das sehr schnell zusammen. Also doch, ich finde es gut, dass es auch diese Möglichkeit gibt für Leute, die nicht gerade direkt reinpayen wollen. Ich glaube, morgen bin ich heiser. Ich kann Freitag, glaube ich, nicht streamen. Meine Stimme ist gerade ein bisschen so kurz davor wegzuknacken. ja, sonst noch irgendwas? Ich denke nicht. Reaction Stream, yay. Was für eine Reaction Stream. Es gibt einfach eine No Communication Stream.
No Commentary Stream. 5 Stunden LP. Ey, ich habe heute mehr als 10 Stunden geredet. Irgendwann ist die Stimme für den Arsch. Und wenn du mit Kindern arbeitest, bist du nur am Reden. Also, ja. Okay, wir gucken uns mal das Haus an. Aber ich muss sagen, doch. Es ist okay. Es ist nicht das allerbeste Haus, aber es ist okay. Ich werde jetzt pennen gehen, Stream. Okay, muss ein paar Stunden raus. Daily Business, Museum 1, feel you. Goodie. Noxy, hast du noch ganz kurz 4 Minuten? 4 Minuten, hast du noch ganz kurz 4 Minuten für mich? Klar, alles klar. Ich will nur ganz kurz noch jemanden gleich rain. Sekunde. Mach die Tür zu. Das Sound sieht scheiße aus. Egal. Wolltest eh auf den gehen jetzt. Ja, richtig. Deswegen vielleicht noch jemanden rain, wer ganz kurz noch ganz kurz wartest. Wäre ganz nett. Jo, Freunde, damit sind wir auch schon wieder am Ende von Fallout 76. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Wir haben es doch nochmal geschafft, ein kleines Haus zu bauen. Naja, ein kleines, aber feine Hütte trifft es, glaube ich, eher. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Wenn du meinst, du magst die Content, die ich mache, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, kommentierst oder ein Like da lässt. Hilft nicht nur mir, hilft dem Algorithmus sehr. Lass uns weiterhin wachsen. Wir gehen auf die 150 Abonnenten dazu. Und sonst, ja, alles, was du hier siehst, findet, by the way, im Stream statt. Wenn du mal Lust hast, dabei zu sein, guck mal in der Videobeschreibung. Da findest du mal einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal sogar schon wieder im Stream. Super, jetzt aber dir noch einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Mittag oder einen wunderschönen guten Morgen. Je nachdem, wann du das Video schaust, die sehen den Chat nicht. Ich wünsche bis zum nächsten Mal, euer Teddy. Tüdelü. Ciao, ciao.